Split. Ich bin also wirklich gespannt, was wir von dem jetzt wieder sehen werden. Du gehst mit einem unglaublichen Selbstvertrauen auch wieder zu einem Rennen heraus. Und der wird sicher einen starken Herbstmarathon laufen. Ja, schön, wenn wir ihn wiedersehen. Und auch diese Dame wollen wir gerne in Wien wiedersehen. Anna Hahner, ich hoffe, ich habe Ihnen nicht zu viel versprochen von der jungen Deutschen. Jetzt das Siegerin-Interview bei Oliver Polzer. Mir hast du einmal nicht so viel versprochen. Ich bin gespannt, was sie sich von heute versprochen hat. Anna Hahner, herzliche Gratulation zu diesem Traumsieg heute. Sind Sie aus diesem Traum schon ein bisschen aufgewacht? Nee, ich glaube, ich lebe den gerade noch. Also ich kann es selbst kaum glauben, weil das vor allem dann so überraschend kam, dass ich erst auf dem 4. Platz vorgelaufen bin. Dann habe ich gedacht, okay, das ist möglich, aus Stockholm zu kommen. Und dann 3. und dann auf einmal 2. Platz. Und dass ich dann 400 Meter vor dem Ziel dann alle gerufen, die Caroline, die steht fast, die kriegst du vielleicht noch. Und dann habe ich gedacht, okay, also wann habe ich nochmal die Chance, den Wien-Marathon zu gewinnen? Und dann habe ich einfach Kopf ausgeschaltet und versucht, entspannt zu bleiben, soweit es noch ging, um dann flüssig zu laufen. Und dann, dass ich die Caroline, als ich dann an ihr vorbei bin, habe ich gedacht, jetzt musst du alles geben, damit sie sich nicht hinten dranhängen kann. Und ich habe mich dann gar nicht getraut, mich umzudrehen, sondern habe dann nur nach vorne geguckt und die Ziellinie gesehen und habe gedacht, hoffentlich reicht's. Und ja, dann Erleichterung hinter der Ziellinie. Was haben Sie sich denn tatsächlich für heute vorgenommen? War das eine Zeit? War das eine Platzierung? Was war das Ziel heute beim Aufstehen? Mein Ziel war es, mein Rennen zu laufen. Und ich wusste, je schneller ich laufe, desto besser wird die Platzierung. Und beim Marathon ist es schwierig, irgendwie auf die anderen zu schauen. Weil man hat gesehen, bei Kilometer 32 war die Caroline noch eine Minute mit Sicherheit vor mir. Wenn ich mich an ihr orientiere, da wäre ich vielleicht hinten auch eingebrochen. Und deswegen bin ich mein Rennen gelaufen und habe es mir anscheinend gut eingeteilt, sodass ich hinten raus die letzten Meter dann nochmal Dampf geben konnte. Wann haben Sie denn tatsächlich gespürt, dass das heute ein super Rennen ist, dass das wirklich die auch vielleicht guten Bedingungen für Sie sind? Vom Wetter würde ich sagen, war es perfekt. Also es war zwar ein bisschen windig, aber ich hatte ja meine Männer, die vor mir gelaufen sind und einen super Job gemacht haben und mir möglichst viel Wind abgenommen haben. Und war wieder voll in meinem Rennen drin und ich teile mir den Marathon immer ein Lied ein. Und ein Lied davon war Two Princes. Und das ist dann wirklich live an der Strecke gespielt worden. Und da habe ich gedacht, das ist so ein gutes Omen, das muss mein Tag heute sein. Ich wünsche Ihnen viel Spaß. Die Siegerehrungen gehen los. Sie sind auch mit dabei. Herzlichen Dank für das Interview und genießen Sie diesen Tag und kommen Sie bitte bald wieder. Sehr gerne. Dankeschön. Danke. Ja, könnte man eine Weile zuhören, oder? Ja. Vor allem ist jetzt vieles bestätigt, auch was du gesagt hast. Ja. Einteilung ist so wichtig. Ja, nicht, dass der Ruhe bringen lassen, sie war tatsächlich fast 1,5 Minuten hinter der Frauenspitze eine Zeit lang. Das ist ja, wenn man sich jetzt anschaut, wie die beiden Österreicher ihre Rennen prognostiziert haben, eine mit 2,20 und sie sind eine Minute drüber geblieben. Sie jetzt auch, sie hat gewusst, was sie kann und ist dieses Tempo auch gelaufen. So bin auch ich in meinen Rennen, du kannst früher gelaufen, du kannst hier nicht jetzt auf Biegen und Brechen mitgehen, so wie es alle in Einige der Spitze haben's machen. Getan in der Spitze, gell? Alle haben es gemacht eigentlich. Und es bleibt halt in dem Fall einer über und noch zwei, die unter 2,10 laufen. Ja, das ist dieses Ausscheiden, was wir heute gesehen haben, brutal, wirklich vom ersten Kilometer an mit einem mörderischen Kilometer dann auf der Hauptallee vom Filecke mit 2,46, wo damit er alle abgecheckt hat und er war der Einzige, der es überstanden hat. Und wir sehen aber beim Damen,